Ah, ist also früh runter. Und der ist. Oh, da kam einer quer. Hey. Nicht meine erste Position. Nicht meine erste Position. Nee. Nee, mein Freundchen. So geht das ja mal nicht. Oh. Okay, der Treffer war Der Treffer war schön. Der Treffer war schön. Das Problem ist, der hat mich Zeit gekostet. Was hier wirklich eine knappe Sache ist. Mit der Zeit. Davon hat man nicht so viel. Ach, komm schon. Kriege ich noch das Geld dafür. Dann werde ich wahrscheinlich was kriegen für bester Schrott. Nee, das gibt es nicht, glaube ich. Na gut. Okay, letzte Runde. Diese. Vielleicht werde ich. Naja, ich bin Sechster, aber was wird dabei noch rauskommen? Wahrscheinlich nicht mehr viel. Wow, da wurden noch einige an die Wand gecrashed und ich, na genau gesagt, zwei wurden an die Wand gecrashed. Das heißt, ich bin Dritter. Ich setz mal fort. Kriegen wir dafür noch? Ja, dafür kriegen wir sogar noch was. Und ein Volltreffer gibt 3000. So. Was war das da unten? Bulldozer. Ah, kaputt gemacht haben wir viel. Jetzt haben wir schon wieder so viel Geld. Okay, jetzt will ich mal zu Okay, da gibt's was zum Lesen zu. Okay, dann gucken wir doch mal, dass wir diesmal hier gewinnen, ohne diese komischen Querschlagtreffer. Obwohl die natürlich immer lustig sind. Keine Frage. Aber wenn man Erster ist, ziemlich ärgerlich. Erster und sollte das halten. Na, manchmal meine Philosophie ja langsam nach vorne kämpfen. Das heißt ja am Anfang ein Stück langsamer machen. Das funktioniert meistens sogar. Und ich dann zum Schluss nach vorne kämpfen, weil die anderen das genauso machen. Aber ich glaube, das war in einem anderen Spiel. Und da ging das, glaube ich, auch besser als hier, weil hier kann man ganz Zeit vorne sein und trotzdem gewinnen. Oder auch verlieren. Ist natürlich klar. Jetzt ist in der zweiten Runde von vier. Oh. Das war Sophia Martinez, die es da voll erwischt hat. Wieder Glück gehabt. Okay, jetzt habe ich die schnellste Runde. Das ist schon mal klasse. Und weg da. Oh Gott, wie sie da schlingern. Ich gucke da immer unten auf der Minikarte und oh, das sieht teilweise so knapp aus, wie es dann jetzt im Endeffekt auch ist, gewesen ist. Okay, wir haben jetzt noch zwei Runden. In der Zeit kann ich den locker noch holen. Das Problem ist eben diese Querschläger, die da noch kommen. Kann ich überhaupt nicht leiden. Muss ich hier noch vor dir, Jack Ben, noch vor dir. So, da kommt jetzt gerade keiner quer, das finde ich klasse. Gleich wird wahrscheinlich einer quer kommen, wenn ich hier rausgehe. Glück gehabt, doch nicht. Und nee, da geht ja noch weiter. Wie klasse. Kommt Jackson Walker, aber der hat mich nicht erwischt. Und Ben leider auch nicht erwischt. Und das hier ist jetzt der Sprint ins Ziel. Und das bedeutet Erster mit nicht der Rundenbestzeit, würde ich sagen. Die Rundenbestzeit liegt bei 37,17. Nicht einfach 73. Das war ein bisschen lang für so eine Runde. Oh, mein Mikro hängt ein bisschen tief rum. Ja,
Das heißt, ich habe meine Zeit erfüllt für die nächste Woche. Das heißt für mich jetzt erstmal Pause, Hals erholen, weil der ist schon wieder sehr rau. Und bis zum nächsten Mal. Hallo Autofreunde, wir sind wieder bei Flatout 2. Und ja, das letzte Mal haben wir die Derby-Klasse abgeschlossen und sind schon in der Rennklasse gestartet. Und da machen wir in der Rennklasse jetzt weiter. Da haben wir schon 3 Rennen und 3 Events. Haben wir da auch Gold? Schön, jetzt haben wir 6-mal Gold. Dann fahren wir jetzt nochmal los. Ja, ich habe jetzt seit einer Woche nicht mehr gespielt, muss ich offen zugeben. Ich war ein bisschen mit Star Wars beschäftigt, dass ich das da mit den Let's Plays schaffe. Und deswegen kam ich nicht zum Spielen. Also kann es sein, dass ich jetzt mal eine Runde zum Einfahren brauche. Und ja, das könnte ein wenig dauern. Oder auch nicht, je nachdem. Das ist mal lustig. Ich bin jetzt Erster, obwohl ich da abgebremst wurde und neben herbeifahren musste. Aber okay. Freut natürlich immer. Da muss man aufpassen, dass man nicht in den Pfosten reinfährt. Da wickelt man sich immer noch den Boden. Wenn man das so schön nennt. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich bräuchte ja auch eigentlich mal einen Namen. Ich meine, ich habe zwar einen im wirklichen Leben, aber ich meine jetzt für YouTube. Und ich habe da in letzter Zeit ein bisschen Mangas geguckt und ja, da ist mir jetzt eingefallen, also jetzt habe ich mir überlegt, als Anfang, das geht nicht gut, zu Anfang, so am, ja, Anfangsidee nenne ich mich jetzt Shinigami. Natürlich kann man dann noch einen Namen dahinter setzen. Ja, weil das Shinigami eine Bezeichnung ist. Für die, die es interessiert, die können es googeln. Und für die, die es nicht interessiert, die sollen es lassen. Und ja, dann melde ich mich das nächste Mal eben als Shinigami. Und wenn mir dazu noch ein passender Name einfällt, dann ja, halte ich dann Shinigami so und so. Ja, soweit zu meiner Idee. Okay, jetzt haben wir hier die schnellste Runde. Sind als Dritter ab hier und so ich mal. Na gut, ich wollte jetzt eigentlich in die Kurve driften. Aber driften geht nicht so gut, wenn man jemanden vor der Nase hat. Da bin ich dann lieber ein Stück weiter geradeaus gefahren, einfach um den Treffer angreifen zu bekommen. Und jetzt sind wir hier. Ja. Man merkt schon, dass es ein schweres Auto ist beim Driften, da geht es weit nach außen. Kann ich da wieder ein paar Treffer bekommen? Verdammt, zieht's mal draußen. Das nächste Mal hole ich mir den leichten Wagen. Vielleicht hole ich mir den sogar vom Jack Benton. Wenn es geht, vielleicht auch. Ach, verdammt. Ja. Ich finde mit zurückwärts geht schon. Auf jeden Fall hole ich mir nachher mal einen leichteren Wagen. Genug Geld müssten wir ja eigentlich haben. Und dann müssen wir dann mal gucken, welchen Wagen. Und ich wohl eine Mischung auf schwer und schnell finden. Weil ich eben mit schweren Wagen dann doch ein Stück besser klarkomme.